Das Leben ändert sich und mein Kredit auch. Flexible Raten und Laufzeiten. Der faire Credit. Erhältlich in allen teilnehmenden Volksbanken und im Internet. Shopping Horn. Dein Platz zum Einkaufen. Ich begrüße den Trainer Michael Streiter zu unserer Pressekonferenz und die Spieler Sandro Gotthal und Stefan Stangl. Danke fürs Kommen. Ja, das große Niederösterreich-Derby steht vor der Tür und das ist natürlich die wichtigste Frage. Wie geht es unserem Kader? Gibt es irgendwelche Verletzte außer dem gesperrten Spieler Philipp Zulechner? Können wir sonst aus dem Vollen schöpfen? Das weiß ich noch nicht. Müssen wir auf den morgigen Tag abwarten. Es sind 2-3 Spieler, was nicht ganz fit sein, und wir hoffen natürlich, dass es über Nacht bessert. Dann werden wir sehen, was ich zur Verfügung habe, und dann werden wir eine Mannschaft in die Schlacht schicken, die was sicherlich Paroli bieten kann. Wie werden wir das Spiel morgen anlegen? Volle Offensive, 3 Punkte im heimischen Stadion? Ich glaube, die Frage ist irgendwo erübrigt sich fast, weil ich glaube, wer uns zuschaut, 13 Runden lang oder 12 Runden lang, weiß, dass man immer versucht, nach vorne zu spielen. Dass wir unsere Entscheidungen selber suchen. Wir haben es dreimal jetzt möglich gehabt, gegen die Großen wirklich etwas mitzunehmen. Ist aufgrund unserer Chancenauswertung leider nicht zustande gekommen, durch individuelle Fehler im Defensivverhalten und dann aber auch durch die Schiedsrichter. Wir werden es genauso anlegen. Wir werden versuchen, initiativ zu sein. Wir werden versuchen, nach vorne zu spielen. Und schauen, dass wir das mal in Führung gehen, weil dann haben wir nicht immer diesen mentalen Druck, dass wir immer wieder was aufholen müssen, was wir jetzt leider in den vergangenen Spielen zweimal gehabt haben. Damit, wie gesagt, ist eh alles gesagt, wir wollen unser Spiel, wir haben jetzt 2 Niederlagen gehabt, wir wollen natürlich wieder anschreiben, und das ist das große Ziel für morgen. Ja, Sandro, die Chancenauswertung wurde angesprochen. Hat es da ein extra Training für euch gegeben, für das ganze Team? Ja, also ich glaube, wir haben uns gut auf den Gegner eingestellt. So wurde das Training auch gemacht. Und Chancenauswertung, ja. Manchmal macht man sie, manchmal nicht, aber ich denke, morgen werden wir die Chancen gut nutzen. Du warst im letzten Spiel krank, hast aber die ganze Woche wieder voll mittrainiert. Genau, ja, also ich habe mich gut auskuriert und bin 100%ig fit. Wirst morgen das Spiel von Beginn an antreten? Hat der Trainer schon was läuten lassen? Naja, noch nicht, aber ich bin zuversichtlich, dass ich beginne. Werde ich morgen eben in der Früh, sehe ich das auch, ob ich beginne, aber ich hoffe natürlich, dass ich beginne und dass wir gegen St. Pölten morgen 3 Punkte einfahren. Ja, Stefan, wir haben gesehen beim Training, es zwickt ein bisschen im Oberschenkel. Ist das irgendwas Schlimmeres? Ich hoffe nicht. Ich meine, gestern im Training hat es dann auf einmal hinten mit dem Muskel zugemacht, und jetzt da schauen wir halt. Ich glaube, dass wir das bis morgen hinkriegen. Jetzt da mit Michi haben wir da einen Supermann, der wird das schon machen. Also heute haben wir uns jetzt da, haben wir ein bisschen massiert und so. Also schauen wir, wird schon passen, wird schon gehen. Es muss gehen, okay. Großes Niederösterreich-Derby, Horn gegen St. Pölten. Geht es bei so einem Derby um mehr als nur 3 Punkte? Ja, laut. Also am Zettel steht es halt wie jedes andere Spiel, aber als Mannschaft oder als Verein will man natürlich das Niederösterreich-Derby für sich entscheiden, und man will einfach sagen, dass man da in Niederösterreich die bessere Mannschaft ist. Und wir müssen halt das jetzt, was wir in den letzten Spielen nicht so gut gemacht haben, müssen wir halt besser machen und von der ersten bis zur letzten Minute 100% geben, und dann werden wir sicher was mitnehmen. Okay, das hoffen wir natürlich auch alle. Ich bedanke mich für die kurzen Statements. Das Training ist heute vorbei, morgen gibt es noch ein Abschlusstraining und dann natürlich das große Niederösterreich-Derby morgen um 18.30 Uhr in der Waldviertler Volksbank Arena. SV Horn gegen SK in St. Pölten. Das Leben ändert sich und mein Kredit auch. Flexible Raten und Laufzeiten. Der faire Credit. Erhältlich in allen teilnehmenden Volksbanken und im Internet. Shopping Horn. Dein Platz zum Einkaufen.